Was geht YouTube? Ich bin's, Rajan TV. Und willkommen zum ersten Ramadan-Vlog dieses Jahr. Wie viel haben wir? 3.30 Uhr ungefähr. Oh. Ich habe gerade Jinx angeweckt. Wir machen jetzt gerade Sour. Und heute vlogge ich einfach den ganzen Tag. Ich habe mir hier so einen Pancake gemacht. Dem Bruder geht's gar nicht gut. Ein bisschen Eier, ein bisschen Mozzarella. Warum isst du eigentlich so? Ich hab gar keinen Hunger. Aber ich hab diese ganze Flasche getrunken. Leute, ich vlog heute den ganzen Tag. Wir treffen uns wahrscheinlich noch mit Yunus Jones. Drehen ein paar coole Videos mit ihm gemeinsam. Viel Spaß auf jeden Fall mit dem Vlog. In diesem Sinne, let's go. Du sollst mich nicht filmen, Bruder. Hätte ich heute Morgen was gegessen? Zu sauer? Dann ich hab dich geweckt, du wolltest ja nichts essen. Ja, ich hatte gar keinen Hunger, ich war voll. Dann wäre das auf jeden Fall einfacher, aber sonst ist es eigentlich einfacher. Und bei dir? Ich hab kein Problem. Nur ein bisschen Aggressionsproblem. Bisschen. Soll ein bisschen heißen? Ja, ist doch nur ein bisschen. Du fuckst mich richtig ab. Seit 3 Tagen kriegst du mich richtig auf. Egal, ich sag, ich bin einfach leise. Besser ist es. Für dich und deine Gesundheit. Leute, ich beleidige aber nicht und ich bin auch nicht respektlos. Ich habe nur ein bisschen so eine, wie sagt man, keine Ahnung. Downphase. Ja. Woran liegt es, wenn ich fragen darf? War schon immer so, wenn ich lange nichts gegessen habe, automatisch werde ich ein bisschen so, bin ich so leicht reizbar einfach. Aber die Kunst ist es ja im Ramadan, trotzdem ruhig zu bleiben. So wie ich. Also ich würde mich jetzt nicht irgendwie auf irgendwas einlassen oder so. Aber ich reagiere halt einfach manchmal so ein bisschen. Keine Ahnung, wie reagiere ich? Aggressiv. Nein, Mann, ich bin noch nicht aggressiv. Nein. Reagierst du? Sieht nicht aus, als wäre ich aggressiv oder was? Nein. Wir sind jetzt im Garten, gucken, was Jauchen Baba so macht, ein bisschen mit dem Talken. Geh den mal interviewen. Ich kann das gar nicht, ne? Nee, du kannst das gar nicht. Ich kann nicht. Ab jetzt kannst du das und du bist der beste Interviewer, den es auf dieser Welt gibt. Hast du mich verstanden? Ich bin der beste Interviewer. Was soll ich jetzt fragen? Was weiß ich, du bist der Interviewer, nicht ich. Sie sind nicht aggressiv. Sieht nicht so aus, als wäre ich aggressiv? Nein. Hör mal, Alter. Wie geht's hier? Hier, guck mal, was wir haben. Ui! Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Boş boşuna Sieht schon wild aus. Heute wird alle mal gemacht. Ich denke, du kannst das schon. Nein, Sanki, ich hab ein bisschen Arbeit hier. Bagares. Wer macht den besseren Adana? Bei ihm bin ich eher ein bisschen stutzig. Bei mir? Ich kann essen. Der kann sogar kochen. Mangal kriege ich hin. Ja? Mangal kriege ich hin. So, ja, doch, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir sind jetzt auch keine No-Hands. Ich bin auch entspannt auf die hier so, hier auf dem Dings, auf diese Silex. Okay. Haben wir ja letztes Mal auch gemacht mit Jonas Emre, der aus Berlin, dieser Döner mit Liebe. Den haben wir es ja auch gemacht. Habt ihr dasselbe gekocht? Ja, genau dasselbe wie jetzt.
Wer war der Beste bis jetzt? Oh, das ist so eine Sache, ne? Ach, der war der Beste, Ich wollte gerade was anderes sagen, aber dann... Alles gut? Alhamdulillah. Geht's dir, mein Bruder? Alhamdulillah. Was geht? Was läuft? Ich mach nebenbei Ramadan-Blog. Willkommen in der Company. Ramadan-Blog? Ja. Ja, krass. Läuft. Ja, willkommen hier in der Company. Bruder, wir kennen uns, wie lange kennen wir uns schon? Wir kennen uns schon seit sieben Jahren? Seit 2017. Ja. Endlich haben wir es geschafft, jetzt einmal ein Video zusammen zu machen. Nach sieben Jahren. Die Hoffnung schiebt zuletzt. Das ist zu spät als nie, oder? Ja. Das stimmt. JabTV gegen Yalcin Baba. Ich habe in meinem Leben noch nie Spiegeleier gekocht. Und jetzt soll ich hier Adana Kebab, hier Messe Sebab machen. Das geht schon mal gar nicht. Und gib dir gute Tipps. Muss keine Angst haben. Ich gebe dir Tipps. Mach nur ein bisschen scharf. Kein Problem, Onkel. Ich gebe dir Tipps. Der Jam, der guckt natürlich immer nach rechts hier, zu der rechten Seite, zu seinem Vater. Nein, guck ich gar nicht. Irgendwann musst du auch mal im Leben alleine klarkommen, ohne Papa. Ne? Also nicht mal abgucken. Okay, du machst Pulvibett dabei. Aber fast ein halber Koch, ja? Ich muss sagen, ich bin begeistert. Vielleicht schon mal. Meinst du? Ja, oder? Ich gebe mal, brauchst du ein bisschen Paprika hier, bevor das wegkommt. Hier. Ja, sehr gut. Dankeschön. Danke für die Vorarbeit. Hier. Guck bitte auf die Uhrzeit, ja, Jungs. 10 Minuten lang muss ich das jetzt küchen. So, kann ich hier die Pommes jetzt reintun? Warte mal, du bist das schon hier. Mal auf meinen. Boah, mein Salat, glaube ich, schmeckt unnormal. Ah, ich kann ja jetzt probieren, ne? Ja. Ey, du hast gegessen. Nein. Die Stärke. Ja, der passt. Ich trotzdem noch ein, zwei. Sehr nötig. Bei mir ist alles Bio. Bei dir ist alles Bio? Alles Bio. Super, sehr geil. Vorbildlich. Sauber gemacht? Habibi, das Chefkoch. Salat Special. Salat Special? Ja, Mann. Sühne. So. Alter, das sieht richtig schön aus. Oh, die kommt an jeden. Das sieht richtig lecker aus. So, das reicht. Klopf da drauf. Lass mal. Das geht hier richtig zusammen, Freunde. Mach hier sauber. Ja, es tut mir leid. Ich wollte nur ein bisschen tun. So, Bruder. Gar nicht wahr, du hast auch da geholfen, dann helfe ich auch hier. Ja, du stehst aber vor der Kamera. Ah, du klopfst noch drauf. Gut? Gut. Was sind das? Brotstücke? Ja, ne? Das sind Brotstücke, was für Salat eigentlich wohl gedacht ist. Okay, Ich krieg Hunger hier. Boah, Baba Stella sieht so krass aus. Nein, ich bin normal. Jawohl. Das ist gut. Hast du irgendwas zum Salat rausgeholt? Ja, genau. Extra Schale. Jam ist auf jeden Fall sehr stark dabei, muss ich sagen. Der ist auch sehr mies unter Druck, weil jeder sagt, das ganze Baba Stella gut aussieht, sehr mies unter Druck. Ich weiß, was ich mache. Guck mal, ich mach das. Geil. Erst ich dann, du, weißt du, hört der Jam vor der Jam. Das ist ein ganz, ganz krasses Duell hier. Boah, dein Teller sieht heftig aus, Bruder. Die Runde hat jetzt sein Ende gefunden. Meine Damen und Herren, wir kommen dem Ende sehr nah. Okay. Wir befinden uns in der Endphase, Freunde. Stark. Ich würde sagen, wir kommen direkt zur Bewertung. Wir machen jetzt mal Katja. Ja, ah. So. Ja, hat die Putzfrau das nicht richtig sauber gemacht? Das gehört so. Das ist die Geschichte, Barbara. Ja, ich hab da so einiges im Sack. Das Konzept ist kaputt dann. So, dann. So, Leute.
das war's mit dem Ramadan-Vlog Teil 1. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Checkt auf jeden Fall X-Stories und Jones Kitchen ab. Mein Vater war dabei. Unglaublich witzige Story auch von meinem Vater. Checkt diese Videos auch bei Yunus Jones ab. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hast du noch was Ramadan Kerim. Mm-hmm, juk.